Die Kirche der 40.000 Leichen klingt wie der Titel eines Rob-Zombie-Films, ist aber in Wirklichkeit die Beschreibung der BBC für das Beinhaus von Sedlec. Es befindet sich etwa 80 Kilometer östlich von Prag in der Tschechischen Republik und beherbergt Kelche, kunstvolle Wandverzierungen und sogar einen Kronleuchter, der aus den Knochen von mehr als 40.000 Skeletten gebaut wurde. Etwa 30.000 dieser Skelette stammen von Menschen, die im 14. Jahrhundert dem Schwarzen Tod zum Opfer fielen. Das ist selbst für eine Kirche eine ungeheure Zahl. Sie macht jedoch nur einen winzigen Bruchteil der gesamten Todesopfer der Pest aus. What madness is this? Plague! Plague. Like no other. Laut BBC sind schätzungsweise 25 Millionen Menschen, mehr als ein Drittel der europäischen Bevölkerung, der Pest zum Opfer gefallen. Der Historiker Ole Benediktov schätzt die Zahl sogar noch höher und schreibt, dass höchstwahrscheinlich etwa 60% der Bevölkerung umgekommen sind, wobei die Art und Weise, wie sie starben, entsetzlich war. Die Menschen entwickelten stark entzündete Lymphknoten und erbrachen oder husteten große Mengen an Blut. Der Tod trat in der Regel innerhalb von 2 Tagen ein. Benediktov schreibt, dass die Pest beispiellos schrecklich war und argumentiert, dass die zeitgenössischen Europäer sie eigentlich als schrecklichen Tod und nicht als schwarzer Tod bezeichnet hätten. Die lateinische Beschreibung der Pest, atra mors, lässt 2 Interpretationen zu, denn atra bedeutet sowohl schwarz als auch schrecklich. Letztendlich verflog die schreckliche schwarze Wolke, die über Europa schwebte, sodass der lange, mühsame Heilungsprozess der Gesellschaft beginnen konnte. Doch wie endete der schwarze Tod? Um ehrlich zu sein, könnte die wahre Antwort auf diese Frage in der Knochenkirche von Sedlec begraben sein. Denn die Historiker können nicht genau sagen, wie der schwarze Tod zu Ende ging. Es gibt zwar erwähnenswerte Theorien, aber die maßgeblichen Quellen sind sich nicht einmal darüber einig, wann der schwarze Tod zu Ende ging. Das Science Museum of London zum Beispiel gibt an, dass er von 1347 bis 1351 stattfand. Benediktov behauptet, er habe sich über die Jahre 1346 bis 1353 erstreckt. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Begriff Schwarzer Tod zwar auf diesen relativ begrenzten Zeitraum bezieht, die Pest in Wirklichkeit aber jahrhundertelang fortbestand und Europa, Nordafrika, den Nahen Osten und Asien in unregelmäßigen Wellen heimsuchte. Der letzte große Pestausbruch ereignete sich jedoch zwischen 1665 und 1666 in London. Einige Historiker führen die Eindämmung der Ausbreitung der Pest auf Fortschritte in der Medizin zurück. Vor allem während der ersten Welle des Schwarzen Todes begannen die Menschen, Maßnahmen wie Quarantäne und Isolierung zu ergreifen. Andere Experten betrachten das Problem aus der Sicht der Evolution und behaupten, dass genetische Veränderungen des Pestbakteriums oder seiner Träger den Zyklus der Ausbrüche durchbrochen haben. Laut der Fachzeitschrift Emerging Infectious Diseases war der Schwarze Tod die Geburtsstunde der Quarantäne. Damals bezeichnete das Wort Quarantäne, das aus dem Italienischen stammt und 40 bedeutet, eine Vorsichtsmaßnahme, die von europäischen Hafenstädten verhängt wurde. Ankommende Schiffe mussten 40 Tage vor der Landung vor Anker liegen. Dies unterschied sich von der Praxis der Isolierung, bei der kranke Menschen von Gesunden getrennt wurden. Bei der Quarantäne mussten scheinbar gesunde Menschen, die der Pest ausgesetzt waren, vorsichtshalber unter Quarantäne gestellt werden. In manchen Gegenden wurden große Anstrengungen unternommen, um die Menschen voneinander fernzuhalten. In der Zeitschrift Clinical Infectious Diseases heißt es, im Jahr 1374 verordneten die Behörden in Italien, dass jeder Pestkranke aus der Stadt aufs Feld gebracht werden sollte, um zu sterben oder sich zu erholen. Im Jahr 1377 verlangten die Behörden im heutigen Dubrovnik, Kroatien, dass jeder, der aus einer pestverseuchten Region kam, für 30 bis 40 Tage unter Quarantäne gestellt wurde. Außerdem wurde außerhalb der Stadt eine Behandlungseinrichtung für kranke Einwohner und Außenstehende errichtet. Die zur Bekämpfung der Pest errichteten Krankenhäuser blieben bis in die 1900er Jahre in Betrieb. Die Pest ist zwar nie ganz verschwunden, aber sie ist nur noch ein Schatten ihres höllischen Selbst. Life Science erklärt, dass sich die heutige Pest aus einer weniger ansteckenden Bakterienart, Yersinia pseudotuberculosis, entwickelt hat, die häufig leichte Mageninfektionen verursacht. Die Bakterienstämme, die Europa an den Rand des Zusammenbruchs brachten, entstanden jedoch durch 2 Mutationen. Die erste Veränderung brachte die Welt mit Yersinia pestis in Berührung, das die Lungenpest verursachen kann, eine böse Lungeninfektion, die sich durch Niesen oder Husten verbreitet. Die zweite Veränderung brachte die Beulenpest hervor, die die Lymphknoten entzündete. Eine 2011 durchgeführte DNA-Analyse von 109 Londonern, die während des Schwarzen Todes verstorben sind, legt nahe, dass die für die mittelalterliche Pandemie verantwortlichen Bakterienstämme ausgestorben sind. Was hat sich geändert? Die menschliche Evolution könnte etwas damit zu tun haben. In einer Studie einer niederländischen Universität aus dem Jahr 2014 kamen Forscher zu dem Schluss, dass der Schwarze Tod die betroffenen Bevölkerungsgruppen dazu zwang, eine Immunität zu entwickeln.
Hier geht's zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Grunge-Videos über eure Lieblingsthemen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.